Ja, herzlich willkommen bei mir auf dem Kanal und heute mal ein irgendwie völlig ungewohntes Spiel für mich. Ein Simulator, die ja ab und zu mal zwischendurch so als Spaß- und Fun-Spiele durchaus ganz interessant sind. Ich schaue hier gerade mal rein, Grafik sehr hoch, die Auflösung stimmt. Naja, kann alles lassen. Okay. Und ich habe mir mal als besonderen Simulator diesen ADAC-Simulator, obwohl ich nicht bei dem Verein bin, sondern bei der Konkurrenz. Aber ich habe mir gedacht, naja, egal, momentan wird ja auf die gelben Engel etwas eingeprügelt, obwohl das ja wohl mehr den Vorstand und diese Bewertungen in den Fachzeitschriften betrifft, wie die an sich leistungsfähigen doch immer noch Retter und Helfer. Ja, und dann wollen wir mal gucken, einfach mal sehen, was hier passiert. Ich habe keine Ahnung, es war recht günstig, was hier nun gemacht werden muss. Okay, Einsatzansicht. In dieser Ansicht musst du den Wagen des Kunden untersuchen und das Problem ausfindig machen. Du erhältst eine kurze Lagebeschreibung von der Zentrale. Aber auch ein Gespräch mit dem Kunden kann weitere Hinweise liefern. Versuche, das Problem zu beheben. Andernfalls musst du einen Abschleppwagen kommen lassen, der das Auto in die Werkstatt bringt. Manchmal hat das Auto zusätzlich zum Hauptschaden weitere kleinere Probleme. Das ist ja fast wie mein Auto. Sobald du mit dem Auto fertig bist, drücke auf die große Schaltfläche an der rechten unteren Bildschirmhälfte. Okay. Wie funktioniert so ein Auto? Was muss ich jetzt machen? Sehr schön und aha. Felge, Radmutter. Zurück. So. Aha, das ist ja wirklich, so eine Steuerung hatte ich ja noch nie. Abblendlicht, Rücklichtsteuerung, Zündschlüssel, Zündung einschalten, Motor starten. Aha, der Motor startet nicht. So. Es könnte darauf hindeuten, weil diese Leuchte hier so gelb ist, dass möglicherweise ein Problem mit dem Benzin vorliegt. Sind nämlich so meine Frau. Ja. Blinkerstatus, was kann man denn hier? Links blinken. Okay, rechts blinken. Beidseitig blinken. Okay, schließen. Muss ich denn jetzt hier, was muss ich denn jetzt aber eigentlich machen? Status offen? Er hat da offensichtlich keinen Sprit, der Nasenbär. Warning Lights. Warnblinker ist eingeschaltet. So, und nun? Hier kann man aber auch nichts anklickern, oder? Kann man auch kein Häkchen setzen. Aber was muss ich jetzt, wie muss ich das vor allen Dingen machen? Also die Steuerung ist ja doch irgendwie... Okay, hier steht einer rum, den kann ich anklicken. Entschuldigung, was war doch gleich das Problem? Nach mehr Infos fragen. Der Motor hat angefangen zu stottern und dann ist er ausgegangen. Ich dachte, alles wäre in Ordnung. Dann brauchen wir natürlich noch mehr Infos. Ich hoffe mal, der Wagen macht mir in nächster Zeit keine Probleme mehr. Sonst will ich mein Geld zurück. Ja, wenn das Benzinproblem ist, dann solltest du deinen Helm eher mal zurückverlangen. Fahrzeug untersuchen. Ja, das hatten wir doch. Ja, die Muttern sind auch alle
Ja, Radmuttern entfernen, nee, das möchte ich jetzt, glaube ich, nicht machen. Ja, zurück. Kann ich das eigentlich mich hier irgendwie bewegen? Gibt es auch keine Erklärung, ob ich hier irgendwie, gibt es denn hier Pfeile? WASD geht nicht. Gar nichts. Also auf mich selber komme ich gar nicht, oder? Jetzt muss ich ja doch mal hier reingucken, speichern und laden. Hier ist aber auch irgendwie sonst keine Erklärung drin. Nee, Einstellungen, Grafik, Audio, bop, 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 ja. Sehr interessant. Was hat das Hilfezeichen? Okay, Escape. Meldung schließen. Dialog, alle Mausrate, rechte Maustaste, Kamera drehen. Okay, achso, Hilfe schließen. Ah, okay. Eine etwas. So, hier können wir reinzoomen. Können wir uns jetzt auch selbst anklicken. Jetzt gucken wir mal den Motor rein. Wunderbar. Motor läuft nicht. Ja, Zündverteilerkappe untersuchen. Zustand in Ordnung. Ah, ja. Und Zündspule untersuchen. In Ordnung. Okay. Ölstand überprüfen. Klar, 95%, das reicht doch locker. Was ist denn das? Servopumpe untersuchen. Was ist die Servopumpe? Servopumpe in Ordnung. Okay. Na, jetzt untersuchen wir natürlich auch noch die Lichtmaschine. Ist auch in Ordnung. Keilriemen. Motor läuft nicht. Ja, wie erkläre ich jetzt diesem Hulk, dass er vermutlich keinen Sprit mehr hat? Muss ich jetzt die ganzen Dinger hier abgehen? Getriebeöl nachfüllen. Ja, Marmorgetriebe, das kann man ja schließlich auf die Rechnung irgendwie noch mit Sicherheit. Was ist das hier? Kühlwasser. Kühlwasserstand. 100%. 100%. Okay. Das hat man überprüft. Zustand in Ordnung. Die Ladung der Batterie. Batterie testen. Nicht defekt. Ladung 98. Schließen. So, jetzt gucken wir uns nochmal diesen fantastischen Keilriemen an. Keilriemen untersuchen. Keilriemen in Ordnung. Schließen. Bremsflüssigkeit. Da füllen wir hier ein bisschen nach. Schließen. So. Ja. Und jetzt haben wir doch festgestellt, ich gehe jetzt nicht nochmal da rein. Ja, das erkläre ich ihm doch mal. So, nach mehr Infos fragen. Nein, sonst hätte ich keine Probleme mit dem Wagen. Er ist brandneu. Haben Sie den Abgaskrümmer unter die Lupe genommen? Wuss. Entschuldigung, was war da gleich mal das Problem? Ach so, ja, nach mehr Infos fragen. Ich habe heute früh ein wichtiges Meeting, das kann ich wohl jetzt vergessen. Ja. Was will er mit dem Abgaskrümmer? Wo kann ich ihn denn jetzt sagen? Status 2? Ach, das habe ich jetzt hier gemacht. Genau da will ich hin. Kraftverstand untersuchen. 0%! Jawohl, das war der Gewinner! Schließen! Der Kraftstofftank ist leer. Ja. Wie schön. Status abgeschlossen. Mach mal die Haube zu. Dreh ihm irgendwo zwischen die Beine. Danke für Ihre Hilfe. Ja, ja, alles klar. Okay, Status abgeschlossen. Das war unser erster Einsatz auf dem Land. Der hat ja dieselbe Farbe wie wir, oder? Naja, okay. Ich hoffe, das wird noch ein bisschen spannender. Status abgeschlossen, das war's. Jawohl, Einsatz erfolgreich. Du hast das Problem des Kunden behoben. Durchgeführte Aktion
3 optimale Aktionsanzahl 1 erfüllt. Was für ein Bonusziel? Wieso kriege ich kein Bonusziel? Was fehlt denn? Das hätte ich noch machen müssen. Aha, irgendwas habe ich vergessen. Na gut, nach dieser schweren Arbeit. Herzlich willkommen, dies ist dein erster Tag als Bezirksleiter für den Allgemeinen Deutschen Automobilclub. Möchten wir diesen Moment nutzen, um dir eine erfolgreiche Karriere zu wünschen? Oh, danke, danke, danke. Wir sind sicher, dass du es als Manager weit bringen wirst. Ja, das weiß ich doch. Vielleicht wirst du sogar eines Tages die Einsätze im ganzen Land koordinieren. Oh ja, mein Traum! Deine Verantwortlichkeiten beinhalten die Überwachung des Gebietes unter deiner Kontrolle nach Kraftfahrern, die Hilfe benötigen und den zeitigen Einsatz der gelben Engel in solchen einem Fall. Zunächst bist du nur für einen Bezirk verantwortlich, aber der ADAC ist ein sehr dankbarer Arbeitgeber. Hauptsache, sie bezahlen gut. Wenn du deine Aufgaben verantwortungsvoll erledigst, wirst du mit der Zeit die Kontrolle über andere anspruchsvolle Regionen übernehmen können. Ah, hört sich gut an. So. Schreibtisch des Managers. Ich bin doch gerne Manager. Hier ist die zentrale Schaltstelle der ADAC-Kommandozentrale. Von hier aus kannst du zur Verwaltungsansicht, wo deine Einrichtung und deinen Fuhrpark verwalten kannst, sowie zur Kontrollübersicht gelangen, über die du deine Einheiten im Einsatz koordinierst und Leuten in Not hilfst. Als erstes solltest du zur Verwaltungsansicht gehen und dein erstes Fahrzeug kaufen. Okay. Hat er sogar 2 Bildschirme. Verwaltung. In dieser Ansicht kannst du deine ADAC-Zentrale erweitern, deinen Fuhrpark verwalten und dein Personal weiterbilden. Geh zunächst zur Garage und kaufe dort deine ersten Fahrzeuge. Jetzt sind schon mehrere. Dann kannst du zur Kontrollübersicht gehen und von dort aus Stützpunkten Fahrzeuge zuweisen und diese zu Einsätzen schicken. Okay. Ich habe sogar Flieger nachher. Oh, schön, schön. So, Fuhrpark. Wollen wir mal gucken. Fuhrpark. Hier kannst du die Größe deines Fuhrparks deiner ADAC überblicken, deine Fahrzeuge aufrüsten, neue Fahrzeuge kaufen und den Raum für Fahrzeuge in den Stützpunkten vergrößern. Erst nach Abschluss von einer Mission. Ich habe doch eine Mission. So. Was haben wir denn hier? Wo ist denn hier mein Geld? Ach so. Was? 5? Ich hoffe, das sind 50.000 und nicht 5 Euro, weil das wäre jetzt irgendwie... Naja, wohl die Preise sind dem Budget angemessen. Okay. Verfügbar 1 von 1. Das heißt, 2, also sind 2. Gut. Dann habe ich noch 3. Ja, 2 reichen ja erstmal irgendwie. Fuhrpark. Irgendwie verfügbar ab 1000 Mitgliedern, 6000 Mitgliedern. So, jetzt habe ich 2. Zwei Wagen gekauft. Okay. Den Raum vergrößern. Sind das jetzt die 2, die ich nehme? Oder? Das sind nur Abschleppwagen. Dann gehen wir erstmal zurück. So. Sind das jetzt... Nee. Gut, sind das jetzt meine Autos hier? Komme ich wieder in das rein? Da wollte ich eigentlich gar nicht rein. So, was haben wir denn hier noch? Das Besucherzentrum. Über das Besucherzentrum kannst du die Homepages und Internetshop des echten ADAC... Nee, ich möchte jetzt nicht auf die... Ja. Gut. Also, jetzt haben wir 2 Autos... Und sehen diesen super modernen ADAC-Ansicht, der sich mit meinen Erkenntnissen aus München, die ich habe, nicht so wirklich ganz deckt, aber... Kontrolle! Region auswählen, östliche Region. Die östliche Region, ein Teil Brandenburgs, ist eher ländlich geprägt, die Region ist kleiner als die anderen und es herrscht weniger Verkehr. Wetter, sonnig, verfügbare 2... Mögliche Einsatzzahlen, normale Einsätze. Wie, keine Mitglieder? Was soll ich, wenn keine Mitglieder da sind, da oben dann rumeiern? Monat Januar stimmt auch nicht wirklich. Nächster Monat? Nee. Gut.
Ja. Tja. Zunächst kontrollierst du nur einen einzelnen Bezirksstützpunkt. Weise die gekauften Fahrzeuge diesem Stützpunkt zu, damit du sie losschicken kannst, sobald sie benötigt werden. Wenn die Zahl der ADAC-Mitglieder in dieser Region steigt, kannst du Kontrolle über die anderen Stützpunkte in anderen Bezirken und letztes auch in anderen Regionen übernehmen. Ah ja. So. Und nun? Was hier? Oh, was war das? Neuer Panda-Einsatz. Jetzt habe ich doch erstmal nur... Hier habe ich jetzt ein Auto. Eins. Ostenbezirk 1. Okay. Die Steuerung ist ja noch ein bisschen super gewöhnungsbedürftig. Der Motor qualmt. Ja, und nun? Ja. Der Kunde kann die Bremsen nicht lösen. Ja, was mache ich denn jetzt? Muss ich jetzt hier hin? Wie komme ich denn jetzt hier hin? Ja. Muss ich jetzt hier irgendwie draufgehen oder sowas? Oder... Klicke Einheit in... Ja, ist es denn... Das Ende. Ja, das ist mir klar, dass das nicht zufriedenstellend war. Was ist denn das jetzt hier mit dem Einsatz? Das mit dem Monat ist doch hier Banane, oder? Leute. Kampagne. Das muss ich jetzt nochmal gucken. Also das war ja jetzt hier Kontrolle. So, wie funktioniert das Ganze jetzt? Region auswählen. Los geht's, jetzt müssen wir uns... Ja, ja. So. Hinschicken. Ah, okay. Die Scheibenwischer funktionieren nicht. Okay. Da müssten wir eigentlich hier nochmal einen Wagen hinzufügen. Ne, Abschleppzeug haben wir ja nicht. Wir fügen hier noch einen gelben Engel. Aber wir haben noch hier zwei. Ach, geht nur eins von eins. Okay, das ist jetzt nicht wirklich spannend, muss ich sagen. Vor allen Dingen braucht man 10 Minuten, um irgendwie zu kapieren, wie das Ganze denn funktioniert. Aber da ich jetzt hier nur ein Auto habe, hier im Bezirk, ist das irgendwie... Naja. Okay, abgeschlossen, dann Eier hierhin. Da muss man natürlich erstmal drauf kommen. Und irgendwie hat sich nichts getan beim Markieren. Jetzt muss man das alles irgendwie mit der rechten Maustaste mal. Der Kunde hat einen Platten. Das Säckel könnte auch selber wechseln. Abgeschlossen. Dann fahren wir natürlich hier hin. So, so. Naja, mal sehen, ob wir das so lassen oder ob ich das nachher mal ein bisschen beschleunige. Diese Monatsansicht, das ist ja eher ein bisschen, ja. So, dann geht's jetzt mal hier hin. Naja, wenn am Tag nur einmal was passiert, das wäre ja wirklich ein traurig, ruhiger Job, würde ich mal so sagen. Der gelben Engel, obwohl, ich weiß ich, in Brandenburg ist nichts los, ne? Hund begraben, ich war doch noch nie da oben. Okay, dann jetzt hierhin. Ja, ja, 900 Hetzen. Der Mann ist ja kein Lamborghini. So, naja, wenn das so in der Funktionsweise dann geht und... dann machen wir eine Panne erfolgreich abgeschlossen. Dann auf geht's hierhin. Was ist denn hier? Der Kunde kommt nicht mehr in sein Auto. Ja. Okay. Dann müssen wir natürlich da Tabula Rasa die Tür aufbrechen. Kraftstoff stand kritisch. Okay. Dann hier. Ist allein Tank gefahren. Das ist natürlich, nenne ich mal, ein intelligentes Auto.
was dann von alleine tanken fährt. So, dann hierhin. Da haben wir noch 5 Tage, ist der Monat abgeschlossen. Oh, da war ich zu schnell. Das war der Typ, der sich ausgeschlossen hatte. Jetzt wieder weinen. Naja, schau dich jetzt an. Okay, dann nochmal dahin und dem irgendwie helfen. Okay, ja, jetzt müssen wir hier. Du bist ein bisschen außen vor. Die letzten 2 Tage noch die Punkte mitnehmen für meine erstklassige Bewertung. Für A537. Na, schaffen wir das noch, schaffen wir das noch, schaffen wir das noch. Komm, 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 0 Tage. Gut gemacht. Und jetzt? Nochmal einer, der nicht in sein Auto reingeht. So, jetzt wollen wir uns mal Wohnortsbewertung anschauen. Zu spät reagiert, nicht reagiert einer. Okay. Keinen neuen freien Schalter. Okay. Naja, dann würde ich sagen, für dieses Mal beenden wir das dann spaßeshalber hier. Ich will mal gucken, obwohl ich fahre noch einen Einsatz und ich werde das die erste Nummer da irgendwie rausschnipseln, wo ich nicht wusste, wie es geht. Gucken wir uns mal nochmal so einen Einsatz an. Den hatten wir ja schon erfolgreich. Antriebsprobleme. Einsatz freigeschaltet. Ab 700 Meter. Alles klar. Okay, Leute, dann war es das für heute. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Naja, bis jetzt kann ich noch nicht viel sagen. Ich finde es halt schade, dass man also jetzt nicht Einsätze direkt fahren kann, sondern tatsächlich wirklich hier warten muss. Ab 700 Mitglieder, das ist doch alles doch Blödsinn. Ja, und dann muss ich noch ein bisschen auf der Karte rumeiern. Das kann ich aber auch, denke ich, offline machen. Ich wünsche euch auf alle Fälle noch einen wunderschönen Tag. Ich werde jetzt noch mal hier ein bisschen Mitglieder einsammeln über diese etwas dröge Rumherei. Dass wir dann tatsächlich mal hier auch zu Außeneinsätzen kommen und was machen. Bis dahin, macht's gut, bye bye und ciao. Naja, mit etwas Anlaufschwierigkeiten haben wir es dann doch irgendwie als Manager der Gelben Engel geschafft, zumindest mal ein paar neue Mitglieder in Brandenburg einzuheimsen und müssen jetzt mal sehen, wie es dann weitergeht. Schließlich wollen wir hier Einsätze fahren und nicht nur am Schreibtisch sitzen. Aber das und mehr dann erst in der nächsten Folge irgendwann bei mir hier als Engel des ADACs. Bis dahin, macht's gut, bye bye und ciao.